Nachwuchsbereich Strukturen zu schaffen, die nachhaltig, wie es so schön heißt, dauerhafte Qualität sichern sollen. Zwei zentrale Kürzel in diesem Zusammenhang lauten NBBL, Nachwuchsbasketball-Bundesliga, vergleichbar mit einer U18, und JBBL, Jugendbasketball-Bundesliga, was in etwa der U16 entspricht. In beiden Ligen ist das Basket College Rhein-Neckar vertreten. In beiden wachsen nach Lage der Dinge sehr vielversprechende Talente heran. In der Jugendbasketball-Bundesliga JBBL zum Beispiel hat Achim Kaczmarek beim Heimsieg am Sonntag gegen Karlsruhe gleich 3 Rohdiamanten entdeckt. Trainer René Ulrich hatte beim 90-43 Sieg über die Karlsruhe wenig zu tun. Seine Jungs leisteten ganze Arbeit, auch ohne Paul Zipser. Denn es gibt da noch 3 bärenstarke Akteure hier. Lasse Steinort, der 15-Jährige, der schon bei den Skyflyers Ludwigshafen spielte, hatte vor allem in der ersten Halbzeit starke Szenen. Ja, Lasse ist unser Abstauber sozusagen. Er ist ein relativ schneller Spieler, der schnell nach vorne sprintet und vor allen Dingen die Offensiv-Rebounds holt und dann auch viele einfache Körbe macht. Auch sein Drang zum Korb ist sehr, sehr stark. Es hapert beim Lasse an seiner Schussauswahl, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber seine wirkliche Stärke ist der Zug zum Korb. Maurice Simon ist ein weiteres Trumpfass im Ärmel des Basket College Rhein-Neckar. Einer, der sich selbstbewusst seinen Weg durch die gegnerische Defense bahnt. Maurice hat auch einen heimlich guten Wurf. Auch er kann sehr, sehr gut penetrieren. Bei den Jungs ist ab und zu noch so ein bisschen das deutsche System, was wir spielen, noch ein bisschen schwierig für sie. Wir müssen immer umdenken von amerikanischem Basketball, wo sie herkommen, zum deutschen Basketball. Aber auch sie haben sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren schon sehr integriert in die Mannschaft und sind für uns wichtige Spieler. Wichtige Spieler? Plural? Klar. Denn wer Maurice sagt, muss auch Marcel sagen. Denn der Zwillingsbruder mit der Nummer 15 ist eine perfekte Alternative zur 14. Das sind ja Zwillinge, haben am gleichen Tag Geburtstag, sind eigentlich identisch die Jungs. Mal ist der eine ein bisschen besser, mal der andere. Das nimmt sich eigentlich nichts, sind eigentlich ganz gute Jungs. Was an diesem Spieltag aufs Feinste bewiesen wurde, einer scorte schöner als der andere. Die Karlsruhe gerieten zum puren Sparringspartner des BC Rhein-Neckar. Gelegenheit für die Zuschauer zu beobachten, wie hoch das technische Niveau in der Jugendbasketball-Bundesliga ist. Das Konzept Basket College Rhein-Neckar der beiden Vereine USC Heidelberg und SG Mannheim geht offenbar auf. Die Anzahl der Auswahlspieler, immerhin 18 im Kader, spricht für sich. Aber Karlsruhe ist nicht der schwere Gegner. Die harten Brocken, die kommen erst noch. Angst haben wir keine. Also unser Ziel ist schon, dass wir als Erster in die Hauptrunde gehen. Konkurrierenden Teams, was denke ich, das Ergebnis ein bisschen enger gestalten wird, ist die NBBA Ludwigsburg und das Team Schwarzwald. Harte Brocken, wie man in der Branche weiß. Die Zuversicht liegt in der Tatsache begründet, dass dann auch Paul Zipser wieder dabei sein wird, was dem Spiel des Basket College mehr Ruhe und Sicherheit verleihen wird. Über die nötige Coolness verfügen die Jungs schon in hohem Maße, wie man sieht. Und Experten behaupten sicher nicht zu Unrecht, dieses Team hat ein riesiges Potenzial. So, und Eishockey war es auch nicht, sondern Basketball. Damit haben wir das jetzt auch geklärt. Stichwort.